Herzlich willkommen beim Fahrradkabel in Thüringen. Wir machen weiter mit Aufräumen. Ein Fahrer fährt gerade schon Richtung Händler und ich treffe Händler, sondern mehr die Richtung. Fährt nur 120. Mal Deckel zumachen, das ist nicht feucht. Hof würde ich mal gestalten. Da sollen noch Verhallen hin. Die Zeit werden zwei Felder gedüngt. Mal schauen. Da ist er gerade. Weil er fährt gerade Richtung Feldnummer 25 und wir werden gleich die Modus abbrechen und dann gleich zum Händler fahren. Zum Händler sind wir gleich Punkt. Papier, kann man sagen. Da können wir in Zukunft unsere Fahrzeuge immer überall hinschicken. Das macht sie für die Mission auch besser. Wenn ein Feld machen will, oder das ziehen wir auch noch ganz gut. Das ist jetzt irrelevant, da wollen wir nicht hin, dass das nur die grobe Wettung gewesen ist. Wir fahren mal wieder auf die Straße und fahren mal zum Händler. Händler will ich mir noch so einen Düngerspeier kaufen. Wenn man das Geld wird nicht ganz reichen, dann müssen wir gucken müssen noch. Aber es wird sich im Nachhinein rentieren. Weil dann haben wir entsprechend guten Verdienst mit Düngemissionen, das kann man ja mitnehmen, das Geld. So, das heißt, erstmal mit Auerdreif kommt der Typ. Das heißt, erstmal den Lauf aktivieren, dann aktivieren wir den Kurs, das ist unser Kurs, der eingefahrene Kurs, kann man gut erkennen. Wir müssen aber jetzt den Kurs von hier abgeben, wo wir vom Hof kommen. Wir werden ja nicht unnötigerweise, oder im Auto nicht unnötiger. Wir werden ja nicht jedes Mal um die Kurve fahren wollen, also wir werden von hier irgendwo losfahren müssen, wollen, können, dürfen. Das heißt, der Hof ist recht, ist der Punkt ohne Anfang. Frag mich nicht nach Tutorial für Outreif. Das ist für mich auch alles neu. Aber so beginne ich. Und hier ist es. Beginnt die Aufzeichnung, Rekord. Dann fahre ich los und fahre jetzt zum Händler da, wo er hinfahren soll. Also in dem Bereich hier. Das genügt schon. Schon haben wir einen Punkt. Und das werden wir die Aufnahme gleich beenden. Dementsprechend ein neues Ziel erstellen. Das ist jetzt der Händler. Habe ich richtig geschrieben. Erstellen. Nun werde ich alle Fahrzeuge, nachdem ich das neu gerechnet habe, im automatisch hinfahren. Die werden wir jetzt, das geht jetzt ziemlich schnell bei mir. Wir werden mal ganz gucken jetzt hier. Düngerstreuer. Also Geld brauchen wir erstmal. Geld, Geld. Das wird nichts. EC, Geld. Wir haben auch nicht viel Schulden. Aber wir haben ein bisschen Spielraum, denken wir. Hoffe ich jedenfalls. Wir brauchen ein bisschen Geld für den Düngerstreuer. Wo er schon bei 60% passt. Das heißt, Outreif funktioniert nur, wenn es immer mal brechen will. Wenn man was neu erstellt, muss es mal zu rechnen sein. Also das sollte überlegen. Wer einen starken Rechner hat, so wie ich, der kann das durchmachen. Wer keinen starken hat, der sollte das nicht machen und warten, was ich brauche. Aber es kann ziemlich lange dauern, wenn es. So, Gerätschaften, bedüngen. Ich könnte auch mit der Spritze arbeiten, aber mit Düngen ist es eigentlich ein teurer Spaß. Nimm mal den großen. Da wir viele weite Wege fahren müssen und wollen, ist es besser, wir haben einen vollen Pflegebereifung. Entschuldigung,
kaufen. Zurück. So. Jetzt können wir mal auf den Dismodus deaktivieren. Man sieht ja die Falle nicht mehr. Fahren wir Richtung Straße, weil er wird sich jetzt rechts aktivieren und den Weg suchen. Das ist für besser, man hat schon mindestens die Richtung, also da an der Stelle kein Kurs abgeht. Könnte sein, dass er irgendwo gegen Fahrer fährt. Das wäre meine Nummer dabei. So. Hoch 3, so. Hoch 3 sind wir, da kann er jetzt hin. Fahrzeit, 4 Minuten. Wenn er jetzt in die Kurve kommt, kann man leicht beobachten, gleich gepackt. Große, lange Fahrzeuge, LKWs, die haben meistens Schwierigkeiten, wenn die Kurven zu eng sind. Aber normale Traktoren, normale Anhänger, überhaupt eigentlich keine Probleme erreichen. Und wenn nicht, kann man jederzeit den Kurs entsprechend anpassen. Das geht schon. So. Am Hof selber muss ich noch vieles anfügen. Der fährt nur zum Hof und die anderen sind fleißig bei. Ja, wenn das wirklich Wendy wäre, ne? Ich dachte, er macht keine Schwierigkeiten, aber. Da hat sich ein Zaun verhexelt. Mal schauen, ne? Gibt's doch nicht. Feld so groß und trotzdem knallen die irgendwo rein, ne? Ja, erst nicht. Ja, das liebe Wetter, ne? Wetter ist immer ungünstig. Gut. Macht er jetzt kurz fahren? Gut, das nun ein ganz komischer Schwenker. Obwohl, okay, wird doch richtig sein. Gerade gesehen, Feld 41 ist fertig. Hin entlassen. Schauen wir. Wo ist die nächste Mission? Hoffentlich mal. Ah, das ist PKW. Ich glaube, in der Ecke habe ich noch nicht alles eingeplant. Aber gut, das ist nicht schlimm. 28 können wir machen. 25, 40. 40 können wir machen. 40 wird in der Nähe sein. Hoffe ich jedenfalls. 40, 40, 41. Mal schauen, ob das klappt. Ich meine, ich habe die Felder noch nicht alle eingefahren. Also die Felder habe ich noch nicht eingefahren. Die eignen schon. Mal gucken, wie er das hinkriegt. Und zwar Feld 40. Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, wenn wir einen Weg fahren, auf dem Weg, weil da müsste der Kurve sein. Gibt's keinen Weg.
Ah, muss ich mal testen noch. Bisschen. Wenn wir gucken, wir gerade, wo wir gerade hin sind, fahren, in die andere Richtung. Durch ihn drehen. Wir finden da keinen Weg. Schauen wir mal. So, einen Weg finden wir. Da ist die Hauptstraße. Das heißt, hier eine Hauptstraße ist mehr eine Nebenstraße. Die Straßen eigentlich fast alle mit Einbahnstraßen versehen. Das heißt, Blocking, das ist gut. Warum ist Blocking? Ah. Das ist typisch. Das ist ein Ding. Das war der vorne, der so gut gefahren ist, hinten drin eine gedreht hatte. Ja. Das ist schon komisch. Dachte mir an das Cosplay mit. Dass es dann keine Probleme gibt. Weil er hier mittendrin aufgehört hat. Ja, das ist komisch. Wir müssen mal gucken auf die kleine Minikarte. Ich glaube, da vorne. Wir müssen eigentlich da vorne anfangen mit runter. Vielleicht ist er auch nicht dafür vorgesehen. Das ist der rechte. Normal schon. Weil so rum ist ja die andere Richtung. Ich habe halt kurz in die Richtung Pfeiling und fahren muss. Normalerweise ist hier schon komplett richtig. Gut, jetzt klappt so anscheinend. Und der andere, wo ist der? Ja, der arbeitet auch. Gut. Oh, schon lange. Ja, ein großes Feld. Der musste 40. Dann mal los. Wie gesagt, hier ist Einbahnstraße. Alle fahren jetzt in die andere Richtung. Von da. Also schauen wir mal. Wenn ich da noch einen Weg finde, muss ich mal schauen. Im Laufe der Woche mal abends mal gucken. Wenn wir hochladen fertig sind und bearbeiten. Ich da mal einen Abend in die Zeit nehmen und dann die Sache näher betrachte, warum es so ist. Weiter kommen. Ah doch, kann sein. Bei 40 ist er da um die Ecke. Hier ist alles Einbahnstraße.
Und rechts rum müsste ich ganz oben den Umweg fahren. Ja, mit Outreif. Aber es kann sein, dass da der Kreis hier geschlossen ist, dass das hier nicht findet. Möglich. Da muss ich mal abfahren, wo genau da der Fehler liegt. Durch diese engen Straßen ist es ein bisschen schwierig mit Outreif. Solange nur einer fährt, ist es kein Problem. Aber sobald drei, vier fahren, und dann ist es ein bisschen schwierig. Und die sich entgegenkommen. Ne? Aber ich fahre mal Richtung 240, ist mal richtig. Dann ist auch auf all die anderen Richtungen, wenn wir entgegenkommen. Ja, die Krähen sind auch da. Fahrt 3. Fahrt Kaffeezeit. Kaffeezeit. Wie immer um die Zeit. So, 40 haben wir erreicht. Das ist rechts von uns. Alles gut. Ja, irgendwo ist man gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das gemacht habe. Okay. Dann alles das löschen. Und den neuen Erich. Absatz reicht auch. Reißen sich ein Fahrzeug fahren? Ey, ey. Ich ahne, wie schlimm ist. 13 macht Probleme. Das ist. Er will mir jemand ruinieren hier. Das ist ja genau am anderen Ende. Wie kann das sein? Wie kommt er da hin? Naja, muss ich entsprechend hier dann hoch runter einsetzen. Weil ich noch nicht genau weiß, wo er aufgeht hat. Beziehungsweise wo er noch machen könnte. Und gut, dass hier noch alles gut zu erkennen ist. Sonst hätten wir ein Problem. Bis da. Und da kommt dann einer. Und noch die Runde fahren. Aber irgendwo ist hier der Wurm drin. Und die erste Runde haben sie alle gut gefahren und die zweite Runde wollen wir nicht. Oder er spinnt wegen den. Normalerweise nicht. Vielleicht kennt er sich nicht aus und muss den anderen immer vor der Nase haben. Da muss ich halt näher nacharbeiten, wenn das gehen sollte. So. Fahren wir hier hinterher. Das kann auch schon ein Grund sein, muss ich nicht. Das könnte sein. Könnte. So. Gehen wir leider uns zweiten, weil der hat nur 1-1. Ist der andere nicht aktiviert. Auch nicht. Habe ich schon gesagt, dass wir so viele Fahrzeuge haben. Der auf der 40. Den brauchen wir später. Das gibt's doch gar nicht. Wir gerade Dead-Fahrzeuge brauchen. Nee. Große Maus. Da. Das ist für beide besser, wenn aktiviert ist. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen.
Dann seid mal Füße in den Winkel. Ciao, ciao. Bei Herpen sieht man sich vielleicht nicht vorne. Tschüss.